Viele haben zu Recht nachgefragt und haben gesagt, was ist denn das für eine blöde Qualität bei den Videos bei dir, Rüdiger? Das geht doch gar nicht. Völlig zu Recht. Mein alter Rechner, ich glaube, es ist ein Treiberproblem, denn die Hardware und die Software teilweise, sie verträgt sich nicht mehr. Und deshalb, es ist endlich da, das neue Gerät, ein Riesenömmel auf einem Achtachser geliefert worden, per Tieflader mit großem Kran ausgehoben. Ein kleines Laptop. Ich habe es noch nicht mal auspacken können, dazu bin ich noch nicht gekommen. Das heißt, heute deshalb nochmal ein Video auf diese Art und Weise, denn am Chart macht es offensichtlich keinen Sinn. Es ist ja fast wie ein Podcast, mehr oder weniger. Hat jemand geschrieben, völlig zu Recht. Also es tut mir furchtbar leid, dass in der letzten Zeit diese Probleme immer wieder aufgetreten sind. Grafik und Ton, die haben sich nicht mehr miteinander vertragen. Deshalb wird es höchste Zeit, dass sich da was ändert. Abhilfe ist versprochen. Ich denke, dass ich es am Anfang der Woche dann umgesetzt habe und dann es endlich wieder normal losgehen kann. Für heute kann ich eigentlich deshalb nur mündlich noch ein bisschen berichten. Der Markt ist ja jetzt ganz schön schnell wieder auf der Abwärtsseite. Von wegen Pustekuchen hier alles nach oben nochmal. Werden wir sehen, wohin das Ganze führt. Der Markt ist da tatsächlich sehr, sehr wechselhaft und es zeigt sich, dass der Markt eben nicht den Mut hat, hier übers Wochenende die Position zu halten. Klar, wir haben Berichtssaison, es ist vieles im Argen, wo wir nicht genau wissen, wohin das Ganze führen soll und dementsprechend ist die Vorsicht durchaus nachvollziehbar. Also die Begeisterung hält sich tatsächlich in Grenzen. Was soll man also tun? Wir haben gerade eben schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Kann man jetzt schon Short gehen beim DAX beispielsweise? Ich bin ja eigentlich ein Short-Freund gegenwärtig, aber ich muss sagen, jetzt sind wir ja schon so stark runter. 8%, wenn ich es richtig gesehen habe, von den letzten Hochs von vor ein paar Tagen. Sind wir da schon runtergekommen. Das ist schon mal eine Hausnummer. Jetzt dann nochmal Short zu gehen, von mir aus gerne, wenn es das kleine Bild eben gibt. Wer sich das Chartbild mal anguckt, ich muss es jetzt so machen, tut mir furchtbar leid, der sieht aber, dass wir zwar wackelig nach oben, zum Beispiel beim DAX nach oben kommen im Moment, aber die Chance-Risikorelation sind so, dass es für mich nicht so wirklich ein attraktiver Trade ist. Weshalb ich eben sage, dann macht ihr schon mal, versucht es nochmal und ich komme dann vielleicht später noch mit dazu. Da finde ich es vielleicht noch attraktiver, was der amerikanische Markt jetzt macht. Wenn ich den Dow Jones nämlich jetzt gerade angucke, der fällt gerade wie ein Stein. Und wenn der vielleicht im Laufe des späteren Tagesverlaufes, nee, ich muss für euch so rum machen, irgendwie sowas, was wir eine Bärenflagge nennen würden, also so ein bisschen im Trendkanal wieder nach oben kommt und dann wird das letzte Zwischentief gerissen. Guckt es euch an, wie ich das sonst immer mache. Das ist das gleiche Bild und noch ist es ja noch nicht so weit. Aber das würde dann eben entsprechende Einstiegsmöglichkeiten auf der Short-Seite in dem Fall geben. Das ist ja immer so die Krux. Kann man da noch rein, wenn der Markt weit gelaufen ist? Wir haben uns was überlegt bei Gold. Das ist per se vielleicht nicht die schönste Trading-Situation, die wir heute im Trade des Tages eben vorgestellt haben. Aber es ist eine, die man durchaus aufgreifen kann, um dann vielleicht vom Kleinen ins große Bild zu gehen. Deshalb, wir haben dort mal auf kein Target gesetzt, sondern gesagt, okay, man kann es dann mal drin lassen. Es ist sicherlich allerdings empfehlenswert, am Anfang einen etwas engeren Stop zu haben und dann später etwas auszuweiten, wenn man die größere Bewegung haben will. Bleibt man bei einem engeren Stop, ja, dann fliegt man da halt dann auch raus. Durchaus positiv möglicherweise, aber dann kommt man nicht in den Genuss dieser langwierigen Bewegung. Schaut es euch mal an. Wie gesagt, im Trade des Tages haben wir das vorgestellt, heute aufs Gold in der Hoffnung oder ja, auf die Chance, dass der Markt vielleicht dann doch noch einen nächsten Schub macht, wenn wir die 2000 mal endgültig dann mal angegriffen und überwunden haben. Das ist ja nicht wirklich mehr ein Thema, dass das noch früher oder später kommen wird zumindest mal. So, also insofern, mehr kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Entschuldigung nochmal für die schlechte Qualität der Videos. Ich hoffe nicht so sehr inhaltlich, aber zumindest mal, wie sie gemacht sind in der jüngeren Vergangenheit. Das dürfte der Geschichte angehören. Euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Notfalls so, wenn ich es noch am Montag nicht fertig hingekriegt habe, alles so richtig zu konfigurieren. Aber in Bälde dann schon richtig wieder am Chart. Und ich versuche trotzdem am Wochenende, ihr seid das ja schon gewohnt, viele Fragen nach, dann nochmal einen Beitrag zu den Bildern, zu den Übergeordneten bringen. Also freut euch schon drauf, das hier bei finanzmarktwelt.de dann mitzubekommen. In diesem Sinne, euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.